Hallo, hallo und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Review. Ja, heute geht es um drei Düfte, die ich zwar schon mal vorgestellt habe, aber ich werde sie heute euch noch mal vorstellen. Und zwar, diese Düfte sind inspiriert von einem Meisterwerk oder ich würde mal sagen, einem Meilenstein der Parfümgeschichte. Der 2013 ist er, glaube ich, rausgekommen, der Duft. Um welchen Duft geht's? Um einen weiteren süßen, aber einen frischen aquatischen Duschgel-Duft. Und zwar den Paco Rabanne Invictus. Diese Düfte, die ich jetzt euch hier vorstelle, die sind alle von diesem Duft inspiriert oder haben sich ein bisschen was abgeguckt. Je nachdem, aber das werde ich euch dann im Verlauf des Videos nochmal erklären. Ja, 2013, wie gesagt, kam der Invictus raus und damals einer der Mitparfümeure oder der Star-Parfümeure, die den Duft kreiert und gelauncht haben, war der Oliver Polsch oder Olivier Polsch. Weiß ich jetzt nicht so genau, der hat noch eine Reihe andere Düfte gemacht, aber das ist ein Star-Parfümeur und hier habt ihr einen Duft, das sage ich auch immer wieder, das Original ist ein absolutes Meisterstück. Alle anderen Duschgel-Düfte, wenn man so will, sind durch diesen Paco Rabanne inspiriert worden. Viele werden jetzt sagen, ach Gott, das ist aber ein Mensch mit dem süßen, mit dem Bubblegum-Zeug da auf. Klar, da hat eine süße Note drin, da hat so eine Bubblegum-Note drin, aber genau das ist das, was eigentlich den Duft ausmacht. Wie gesagt, viele können mit dem Duft können nichts anfangen. Also wenn einer von euch dick im ich sage mal jetzt in dem Parfümthema drin steht, der eine oder andere wird dann sagen, beliebig generisch austauschbar und aquatischer Duschgelduft kriegt man heute viel. Stimmt ja, aber das ist natürlich auch ein Kompliment an den Duft oder beziehungsweise an das Original, quasi eine Hommage an das Original. Gehört natürlich auch, es ist, glaube ich, einer der meist kopierten Düfte neben dem Dior Sauvage. Der ist ja mindestens genauso oft kopiert und man hat den versucht nachzubauen oder hat den nachgebaut. Aber der Invictus ist halt auch ein sehr beliebter Duft und das zeigen halt auch im Grunde genommen die Verkaufszahlen. Nicht umsonst hat er so einen Erfolg gehabt, der Duft. Auch heute noch würde ich sagen, wenn ihr euch mal so in den Hitlisten oder Hitparaden umguckt, unter den 100 oder ich glaube 10, sogar 10 meistverkauften Düfte weltweit, da gehört der Invictus mit dazu. Es gibt ja zig verschiedene Hitlisten. Aber nichtsdestotrotz ist der Duft nach wie vor absolut beliebt. Heute möchte ich euch ein paar günstige Preiswerte, je nachdem, Alternativen zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit einem Larif. Und zwar den Brave Man oder der brave Mann. Der Duft ist. Ist sehr nah am Original, muss man fairerweise zugeben. Der Duft, den bekommt ihr unter 8 Euro. 7,45 Euro, wenn er im Angebot ist, kriegt er den für 5, 6 Euro. Für den Preis absolut kann man nichts, gar nichts falsch machen. Zielgruppe würde ich sagen, Schüler, Studenten oder einfach Leute, die jetzt gar nicht viel Geld ausgeben wollen, die sind mit dem Duft hier bestens, absolut bestens bedient. Klar, auch der Duft hier hat eine mehr oder weniger synthetische Note.
Das sage ich immer wieder dazu. Wenn wir hinterher am Ende die Düfte nochmal vergleichen, werde ich euch das nochmal im Detail oder beziehungsweise nochmal genau sagen, dann wie der Duft jetzt im Vergleich abschneidet. Der nächste Duft kostet auch nicht wesentlich mehr, den bekommt ihr, müsst ihr mal gucken, entweder direkt bei La Tavares, eigentlich mein Lieblingsparfümhaus. Und zwar, der Duft ist momentan, glaube ich, noch für 12, 13 Euro. Gut, wenn dann Versandkosten noch dazu kommen, müsst ihr halt ein bisschen was kaufen. Und da kommen dann mal 5 Euro drauf, das sind dann 16, 17 Euro, was ihr für diesen Duft bezahlen müsst. Der Latafa, das muss man jetzt allerdings dazu sagen, das ist schon ein bisschen eine andere Hausnummer. Ganz einfach, weil der qualitativ eigentlich besser ist. Ist auch einer meiner Lieblingsdüfte, wenn man so will. Auch inspiriert logischerweise vom Invictus. Ah, der hat eine pudrigere Note und diese Synthetik merkt ihr hier fast gar nicht. Der hat eine absolut, will ich mal sagen, so eine pudrige Kopfnote. Da ist ja, muss gerade mal gucken, ja, da ist ja auch eine Grapefruit drin, aber eine süße Grapefruit. Und dann habt ihr hier auch, wie bei dem Brave Man, habt ihr diese Bubblegum-Süße. Aber hier ist es einfach, der ist pudriger, cremiger. Für das Geld ist es ein Hammerteil, ein Hammerteil. Ich liebe den Duft. Ist persönlich, also mein persönlicher Favorit. Warum von den dreien, erkläre ich euch gleich. Der dritte im Bunde ist der Rasasi Hawass. Eigentlich, und das muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, ist es der beste von allen. Haltbarkeit übrigens bei dem Nightjar, also Nightjar heißt der La Tavera Nightjar, der hat auch so 10 Stunden ungefähr. Also auf meine Haut, ich sage immer wieder auf meine Haut. Bei dem Larif, gut, da können da 4 bis 5 Stunden rechnen. Und der Hawass, der hat, jetzt muss ich allerdings dazu sagen, das ist ein älterer Batch. Ich habe den schon etliche Jährchen hier. Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da ein Datum finde. Kann ich jetzt nicht sehen, aber ich meine, den Duft hatte ich 2000, das ist hier unten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, das ist schon ein bisschen so verwaschen. Ich habe den Duft, glaube 2017 oder 2018, 2017, 2018 gekauft. Also der ist schon etliche Jährchen alt. Die neuen Versionen, muss ich dazu sagen, die sollen wohl nicht ganz so lang halten. Der hier, Silage, Haltbarkeit über einen Tag, ist krass. Das Teil ist krass. Exzellenter Sprüher übrigens. Er ist insgesamt in der Kopfnote ist er nicht ganz so süß wie der hier. Also der hat eine finde ich ja, diese Bubblegum-Note. Also der Duft ist ein bisschen eindimensional. Hier, sorry Leute, der Duft hier ist durchaus komplexer. Jetzt kommen wir allerdings zu dem Nachteil. Das hat eine schwere, mega schwere Kappe, die hält allerdings nicht drauf. Warum, weiß ich auch nicht. Normal sollte die ein bisschen einklicken oder einrasten. Aber das habe ich jetzt von einem anderen Zuschauer schon gehört, als ich den Duft mal vorgestellt habe. Der hat auch wohl gesagt, dass die Kappe nicht besonders hält. Keine Ahnung warum. Der Duft ist, wie gesagt, ist eigentlich von der Qualität her, was er hier bekommt, unfassbar. Der hat eine mega, mega
eine Mega-Qualität, eine Frische. Also das sind die Kopfnoten, muss ich schon sagen, fairerweise natürlicher als bei dem Naidja. Was mir bei dem Rasasi nicht gefällt. Also ich habe, wie gesagt, den behalte ich logischerweise, ist klar. Was mir da nicht gefällt. Wenn ich jetzt den Duft kaufen müsste, der wird zurzeit wird er angeboten für 50 Euro. Vielleicht, wenn er den jetzt heute im Black Friday kauft, kann es durchaus sein, dass er da ein paar Prozente bekommt. Aber der Duft liegt im Moment mit der 100 ml Bottle bei knapp 50 Euro. Und das finde ich, muss ganz ehrlich sagen, für das Geld finde ich das etwas überteuert. Man kriegt den aber auch nicht günstiger, egal zu welchem Händler ihr geht. Wie gesagt, vielleicht der eine oder andere, ja, da hat man vielleicht ein bisschen ein paar Euros günstiger, aber im Grunde genommen ist der Duft in der Preislage, wo man sich dann definitiv überlegen kann, ob man sich nicht das Original kauft. Ich hatte den damals, kann ich mich erinnern, für, ich glaube, 25 Euro geschossen. Damals noch bei Notino, aber durchaus momentan die Preise auch bei solchen älteren gehypten Düften sind im Moment komischerweise oben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der hier, wie gesagt, hat eine Mega-Haltbarkeit. Die neuen Düfte, wie gesagt, von oder die neuen Versionen vom Havas, die sollen ein bisschen verwässert sein, habe ich gelesen. Ob stimmt, kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr selber entscheiden. Meine klare oder meine definitive Kaufempfehlung wäre hier, wenn ihr einen qualitativ hochwertigen Duft mit einer klassen Haltbarkeit sucht, das ist hier definitiv der Naidja von Latafa. Da könnt ihr gar nichts falsch machen. Der Duft ist Hammer. Für das Geld, ihr zahlt fast nichts. Ja, wenn der Duft, wie gesagt, wenn ihr den bei Latafa, habe ich den gesehen, auf der Seite, gibt es natürlich auch über Amazon, wenn ihr den aber über die Latafa-Seite kauft, dann kriegt man den schon für 12 Euro oder 13 Euro. Also ein Duft mit einer sehr guten Silage, sehr guter Haltbarkeit. Und da könnt ihr nichts falsch machen. Der hier, wie gesagt, da ist eher die Zielgruppe, wie gesagt, für Leute, die einfach gut duften wollen, aber wo nicht bereit sind, jetzt Unsummen Geld auszugeben. Da ist der hier also absolut hier, sage ich mal, die erste Wahl. Ja, ich würde sagen, das war es dann auch im Großen und Ganzen. Ich wollte das Video eigentlich auch nicht ganz so lang machen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen nach oben. Lasst mir ein kostenloses Abo da für alle neuen Zuschauer, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Über ein kostenloses Abo, da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns ganz einfach beim nächsten Video. Macht's gut, Leute.